Neue Folge, neue Themen und neue Hardware. Und damit hallo und willkommen zur vierten Ausgabe von Gamescom TV. Nino hat es gerade schon angerissen. Bei uns geht es heute hauptsächlich um die Hardware-Neuheiten der Gamescom 2011. Nachdem wir ja letztes Mal bereits über einige der zahlreichen Spielekracher gesprochen haben, die euch in Köln erwarten. Aber es ist ja so, auch die tollste Software bringt einem ohne die entsprechende Hardware herzlich wenig. Da hast du natürlich vollkommen recht. Und besonders Nintendo gab und gibt in diesem Zusammenhang im Jahr 2011 ja ordentlich Gas. Erst gab es den Release vom Nintendo 3DS, ne? Und nur ein paar Wochen später, zack, wurde dann auch schon die neue Nintendo Heimkonsole angekündigt, die Wii U. Aber zack, zarab, Sony zieht natürlich nach und gibt vor allem im Handheld-Segment genauso Gas. Was euch sonst noch Neues auf der Gamescom erwarten könnte, das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Bereits Ende März erschien der Nintendo 3DS. Nach dem gefeierten Remake von The Legend of Zelda Ocarina of Time kommt die Softwarewelle für den Handheld DS in den kommenden Monaten richtig in Fahrt. Mit Titeln wie Super Mario 3D, Kid Icarus Uprising, Star Fox 64 oder Mario Kart stehen uns einige 3D-Kracher ins Haus. Auch Sony will es im Handheld-Segment nochmal wissen. Nach der PlayStation Portable befindet sich nun die PlayStation Vita in der Pipeline. Ein echter Hingucker ist der 5 Zoll große OLED-Screen mit seinen knackigen Farben. Die Bedienung des hinteren Touchpads klappt erstaunlich gut. Wenn es gerade nicht in Benutzung ist, ruhen die Finger in kleinen Einbuchtungen auf der Gehäuserückseite. Apropos Touchscreen. Sowohl vorne als auch hinten reagieren die Panels prompt und präzise. Eine gute Nachricht noch für PSP-Knubbelverächter. Die Analogsticks der PlayStation Vita sind deutlich straffer und kommen fast schon an die Qualität eines großen DualShock-Controllers heran. Aber auch für die Heimkonsolenzocker hat Sony was parat. Den sogenannten PlayStation Monitor. Das Besondere an dem 24 Zoll großen 3D-Bildschirm, er liefert zwei Personen unterschiedliche Bilder. Bei einer Mehrspielerpartie bekommt also jeder Teilnehmer nur sein eigenes Spielgeschehen zu Gesicht. Und das Bildschirm füllend in voller HD-Auflösung. Möglich machen das die Shutterbrillen, über die das Bildsignal des Mitspielers einfach ausgeblendet wird. Inwiefern das aber mit den PlayStation-Spielen kompatibel ist und welche Spiele die Funktion in Zukunft überhaupt unterstützen werden, ist noch offen. Es ist davon auszugehen, dass Sony die eigenen Titel dafür vorbereitet. Apropos 3D-Display. Auf der Gamescom präsentiert LG den sogenannten DX2000. Dieser Monitor bietet dank der Eye-Tracking-Technologie ein 3D-Bild aus diversen Sichtwinkeln, das mit dem bloßen Auge erkennbar ist. Mit einer Bildschirmdiagonale von 50,8 cm ist der DX2000 ein Entertainment-Display mit vollem Funktionsumfang, das Spiele, Filme und Bilder realistisch wiedergeben kann. Neben der Wiedergabe von vorhandenem 3D-Content bietet der DX2000 auch eine Funktion zur Umwandlung von 2D-Inhalten in 3D. Auf der Gamescom 2010 stand bei Microsoft alles im Zeichen der Bewegungssteuerung. Das Aufgebot der Spiele, die komplett auf Kinect ausgelegt sind, kann sich durchaus sehen lassen. In Kinect Star Wars beispielsweise übernimmt der Spieler per Gestensteuerung die Kontrolle über Laserschwert und andere Waffen aus der Sternkriegssaga. Die direkte Steuerung des Charakters selbst ist allerdings nicht möglich, da der sich wie in einem Rail- oder Lightgun-Shooter automatisch bewegt. Künftig werden auch Spiele erscheinen, die neben der normalen Controllersteuerung optional Kinect unterstützen oder zumindest Kinect-Funktionen bieten. Neben Forza Motorsport 4, Ghost Recon Future Soldier und dem Indie-Spiel Minecraft kündigte allen voran Electronic Arts Kinect-Unterstützung für seine Sportspiele und für Mass Effect 3 an. Die Gamescom ist ja inzwischen nicht nur für die deutsche, sondern auch für die internationale Presse eine extrem wichtige Anlaufstelle geworden. Und genau aus diesem Grund sind uns jetzt die Kollegen von IGN zugeschaltet. Welcome to Gamescom TV. Can you hear me? Yes, I can. Hello, guys. We're talking about the new and exciting things we can expect to see at the Gamescom 2011. So, what do you guys expect to see at the show and what do you think the highlights will be? Well, we know Valve is going to be there. It is very likely they'll be showing Dota 2 or Defense of the Ancients 2, but people just call it Dota. This is, of course, Valve's big fantasy RTS/RPG. It's supposed to be released late this year, and if that's true, the version at Gamescom will be nearly complete. I'd also be happy to see Valve reveal its plans for downloadable Portal 2 content. Besides Valve, we're also really excited to see Diablo 3 at Gamescom. Blizzard doesn't usually attend E3, which is our big game show here in the US, so this will be the first time we've seen Diablo 3 in a while. And we know Guild Wars 2 will be at Gamescom. Hopefully we'll get to see the Engineer class and play some of the early dungeons. Thanks a lot and see you in Cologne. Danke, see you at Gamescom.
Zum 20-jährigen Jubiläum von Segas Sonic-Reihe erwartet euch mit Sonic Generations ein noch nie dagewesenes Sonic-Abenteuer für PlayStation 3, Xbox 360 und Nintendos 3DS. Sonic Generations garantiert Spielspaß pur für Sonic-Fans, ganz gleich ob jung oder alt. Die Welt des blauen Flitzeigels wird ins Chaos gestürzt, als eine mysteriöse Macht Zeitlöcher entstehen lässt, die ihn und seine Freunde in die Vergangenheit versetzen. Kaum angekommen begegnet Sonic einigen wohlbekannten Gesichtern, einschließlich einer jüngeren Ausgabe von sich selbst. Gemeinsam müssen sie nun Feinde besiegen, ihre Freunde retten und herausfinden, wer sich wirklich hinter der teuflischen Tat verbirgt. Ihr schlüpft in die Rolle von Classic und Modern Sonic und rast in bester Sonic-Manier über brandneue Strecken in unverwechselbaren Umgebungen. Die besten Sonic-Stages aller Zeiten kehren in einem atemberaubenden HD- und 3D-Gewand zurück. Beherrsche die Moves wie zum Beispiel die Spin-Dash-Attacke von Classic Sonic. Bezwinge berüchtigte Bosse und freu dich auf brandneue Inhalte, packende Zwei-Spieler-Duelle und cooles Bonusmaterial sowie exklusive Umgebungen in der Nintendo 3DS-Version. Ihr habt entschieden und wir kommen wie am Ende jeder Sendung zum Gewinner unseres Community-Gewinnspiels. Du darfst dich glücklich schätzen, du bekommst von uns nämlich zwei super coole Gamescom-T-Shirts, natürlich zwei Eintrittskarten für die Messe und, wie könnte es anders sein, unseren obligatorischen Köln-Reiseführer. Der darf natürlich nicht fehlen. Herzlichen Glückwunsch, viel Spaß damit und wir begrüßen nächste Woche in der letzten Folge Gamescom TV vor der Messe den Geschäftsführer der USK bei uns. Genau, Jugendschutz wird nämlich groß geschrieben auf der Gamescom und deshalb erfahrt ihr alles dazu heute in einer Woche hier direkt aus erster Hand. Außerdem sprechen wir mit dem Projektleiter der Gamescom, das ist Tim Endres, und der wird uns einiges zum neuen Gamescom Campus erzählen und in alter Herrensitte küren wir auch nächste Woche noch einmal einen Gewinner unseres Community-Gewinnspiels. Richtig. Ihr seht also, es erwartet euch eine picke-packe, vollgepackte Episode von Gamescom TV. In diesem Sinne, bis nächste Woche, Leute. Macht's gut. Danke fürs Zusehen. Tschüss. Und nicht vergessen, celebrate the games.